Der Hatschepsut-Totentempel ist ein einzigartiger Terrassentempel in Ägypten nahe dem Tal der Könige. Erbaut von Senenmut, Baumeister und Geliebter von Hatschepsut. Die Pharaonin aus der 18. Dynastie lebte um 1450 vor Christus. Sie regierte in Ägypten 21 Jahre lang. Das Neueste, was man von Hatschepsut erforscht hat, ist, dass ungefähr Anfang des Jahres 2008 die Mumie der Pharaonin identifiziert wurde. Befürchtungen, dass Thutmosis III. Die Mumie von Hatschepsut zerstören ließ, haben sich nicht bestätigt. Im Ägyptischen Museum lagerte unerkannt die Mumie von Hatschepsut. Es war ein glücklicher Zufall, dass man sie anhand von Kanobenbehältern im Ägyptischen Museum in Kairo identifizierte. Dort fanden sich einbalsamiert Eingeweide wie Leber, Magen, Lunge, Darm, die auf der Innenseite der Kanobe eingraviert die Namenskartusche von Hatschepsut trugen. Die Leber und der Darm wurden mit Hilfe der DNA mit vier unbekannten Frauenmumien im Museum verglichen. Eine der Mumien war die von Hatschepsut. Zusätzlich fand man in dem Kanobenbehälter einen Zahn, der haargenau in den Oberkiefer des Schädels von Hatschepsut passte. Eine weitere Computertomographie-Analyse vom Skelett ergab, dass Hatschepsut nur 40 Jahre alt wurde.